Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um dieses Messer hier, ein Herberts Fahrtenmesser. Ja, Herberts ist ja eine bekannte Firma, beruft sich auf eine lange Solinger Tradition von Messermachern, letztendlich dafür bekannt, dass sie alles Mögliche im Sortiment haben, ein riesiges Sortiment, wo auch sehr viel günstiger und minderwertiger Kram dabei ist. Sicherlich auch das ein oder andere Gute, aber bei mir ist der Name Herberts doch eher für Billigmesser verschrien. So ein bisschen diese Gas-Station-Knives, die man so aus Amerika kennt. Aber ja, natürlich, die vertreiben zum Beispiel auch Buck oder so. Also da ist ja schon auch viel dabei. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wie bin ich aber zu diesem Messer gekommen? Es ist nämlich gar nicht meins. Ein guter Freund von mir ist kürzlich umgezogen und hat in einer der vielen Kisten, die glaube ich noch bei seinen Eltern standen, wenn ich recht informiert bin, dieses Fahrtenmesser aus seiner und auch meiner Jugend wiedergefunden und dachte, ja, das ist doch eine schöne Erinnerung, hat sich das mal eingepackt, aber die Klinge war so stumpf, dass man damit, da hätte nicht mal eine Scheibe Graubrot mit durchgekriegt. Deshalb kam er bei mir an und sagte, Nico, könntest du mir das mal ein bisschen schleifen, dass man da wenigstens wieder so ein bisschen was mit anfangen kann. Also es ist für ihn einfach nur ein Erinnerungsstück, aber so ein bisschen schneiden darf es ja dann doch. Und deshalb ist es zu mir gelangt und liegt hier nun seit einigen Tagen rum und hat in mir richtig so ein bisschen was ausgelöst, so eine Reminiszenz an meine eigene Jugend bzw. unsere Jugend, weil wir nämlich gemeinsam bei den Pfadfindern waren. Und deshalb wollte ich euch dieses Messer hier nochmal in die Kamera halten und ein bisschen darüber quatschen. Gehen wir erstmal ganz allgemein auf das Messer ein. Sehr traditionelle Optik. Hier haben wir das Messer. Ja, das war bei uns in der Pfadfinderzeit tatsächlich so das Standardmesser. Also es hatte nicht jeder, aber sehr viele Leute hatten das Messer hier am Gürtel. Es gab da keine Vorschriften oder so. Man konnte das nehmen, was man mochte. Und damals war das ja mit den Längen auch noch gar nicht so begrenzt. Aber dieses Messer ist einem ziemlich häufig begegnet und auch das, ich weiß nicht, ob die meisten das Originale hatten, aber dieses Otter-Matrosenmesser, das hatten auch viele am Gürtel. Aber was haben wir hier eigentlich? Es ist ein Griff aus Packerholz. Hier sind Messingnieten und vorne dieses Parierelement ist auch nochmal aus Messing. Das war komplett schwarz, also nicht irgendwie Patina angelaufen oder so, sondern das war so ein Belag. Ich weiß gar nicht, das konnte man so mit dem Fingernagel runterkratzen. Keine Ahnung, was sich da im Laufe der Zeit gebildet hat. Das habe ich auf jeden Fall alles einmal gereinigt, mit Ballistol so ein bisschen den Griff behandelt. Und dann geht's mit der Klinge weiter. Eine Klinge aus 420er Stahl und ja, das ist ja eigentlich bei so günstigen Messern, 420er Stahl ist verschrien und hält die Schärfe nicht lange und so weiter, aber der Vorteil soll ja eigentlich sein, dass es sich dann wenigstens leicht nachschärfen lässt und ich muss sagen, ich hatte richtig Probleme. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ich habe ewig gebraucht, bis ich hier eine einigermaßen angenehme Schärfe drauf gekriegt habe und ja, nun bin ich nicht der allergrößte Meister im Schärfen, aber nun doch eigentlich ausreichend gut, als dass ich alle meine Messer immer so scharf kriege, dass sie bei mir den Papiertest gut bestehen. Und das hier hat mich dann doch überrascht, wie viel Zeit es mich gekostet hat. Aber nun ja, nun kann man es wieder gebrauchen. Zu den Längen noch einmal ganz kurz. Wir haben hier eine Gesamtlänge von knapp 22 cm. Und die Klinge sind 10,7 cm circa, wobei dieses scharfe Stück dann nur noch 9,8 cm sind. Zu der Klingenform, ja, da könnte vielleicht auch jemand von euch, der mehr Ahnung hat als ich, nochmal was zu sagen. Als erstes habe ich jetzt Richtung Clippoint bzw. Bowie-Klinge gedacht, wobei das ja eigentlich nicht hinkommt, weil wir die Spitze ja oberhalb des Klingenrückens haben. Die wäre ja eigentlich eher so mittig angesetzt und dann hier dieser Clipped-Teil, also dieser ausgeschnittene Teil, dann, der so charakteristisch für Bowie und Clippoint-Klingen ist. Trotzdem kommt es ja von der Form so ein bisschen dahin. Dann habe ich gedacht, es ist eine Trailing-Point-Klinge, weil sie halt oberhalb des Klingenrückens ist. Aber ja, ich bin mir da unsicher. Vielleicht ist es so eine Art Hybrid. Wenn einer von euch exakt weiß, wie das heißt, dann darf er das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe einige Messerseiten und so weiter nochmal im Internet durchforstet, weil es mich einfach interessiert hat und ich ja immer daran interessiert bin, auch dazu zu lernen.
Ja, aber auf allen einschlägigen Seiten, also ich glaube, ich habe auf insgesamt 5 oder 6 verschiedenen Seiten geguckt und überall haben sie sich doch relativ deutlich, nicht nur was diese Klinge betrifft, sondern bei verschiedenen Klingen relativ deutlich in den Definitionen widersprochen. Dementsprechend, auch die Experten sind sich wahrscheinlich gar nicht so einig. Hier so ein bisschen eine Anmutung an so ein Bowie-Messer, so ein bisschen aber auch hochgezogen. Ja, einfach so eine traditionelle Optik, eine sehr penetrierfreudige Spitze und einfach ein gutes, solides Arbeitsmesser. Das Ganze kommt dann noch in dieser simplen, aber schönen Messerscheide hier mit dem Herbertsaufdruck. Das hält auch soweit noch ganz gut. Selbst der Druckknopf hier schließt noch sehr sicher, sehr gut. Das Ganze sitzt aber insgesamt auch noch sehr fest drinne. Die war deutlich heller, aber auch sehr rau und spröde schon. Deswegen habe ich die nochmal komplett mit Ballistol behandelt. Nun ist sie doch erstaunlich dunkel geworden, aber das hält ja auch im Laufe der Zeit wieder nach. Und dem Leder hat es sicherlich gut getan, mal ein bisschen gepflegt zu werden. Ja, so viel also erstmal zu dem Messer. Es ist also ein sehr klassisch anmutendes, schönes Messer, das eigentlich für mich eine gute Handlage hat. Aber da müssen wir auch nicht drüber reden, es ist jetzt kein Preis-Leistungskracher oder so. Es ist halt ein günstiges Messer, insbesondere oft für Kinder. Dieses Messer so gibt es auch immer noch. Und ganz oft sieht man es mit abgerundeter Klinge, also extra für Kinder. Das ist wahrscheinlich auch so im Wandel der Zeiten passiert, dass da heutzutage mehr Wert drauf gelegt wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Kindheit und Jugend irgendjemand mit einem abgerundeten Messer rumgelaufen wäre. Naja, heutzutage machen wir das so. Aber da sind wir dann auch nämlich schon genau bei dem Thema, das mich so bewegt. Ich wurde dadurch wieder so stark an meine Kindheit und Jugend erinnert und dadurch, dass wir ja gemeinsam bei den Pfadfindern waren, an diese Zeit und was das doch alles, also was Messer damals für uns bedeutet haben. Ich habe hier nochmal liegen mein altes Fahrtenmesser. Ich hatte im Laufe der Zeit einige. Das ist aber das einzige, das ich leider noch besitze. Hatte ich ja auch schon hier mal in die Kamera gezeigt. Und ich weiß noch, bei uns im Dorf gab es so einen Bundeswehrshop, wo wir dann regelmäßig mal reingegangen sind, ich und meine Kumpels, und einfach nur uns die Nasen platt gedrückt haben an den Vitrinen. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte so ein Pilotenmesser von der US Army, mit diesem Schleifstein vorne drauf, auch so ein Standardding. Oder Rambo-Messer hatten Freunde von mir und. Ja, was hat das für uns doch einfach bedeutet, dass man mit einem Messer durch die Felder und Wiesen und Wälder laufen konnte? Wir haben, und deshalb liegt es hier, ich habe damals viel auch diese Abenteuerromane gelesen, Karl May, Robinson Crusoe, aber ich weiß auch noch, das Buch habe ich aber nicht mehr, dass ich viel Lederstrumpf gelesen habe. Also aus dieser Trapper-Zeit, Wilder Westen, durch die Wälder schlagen und Fallen stellen. Und immer ging es auch um Messer. Indiana Jones und was weiß ich, alle hatten sie immer ein Messer. Und so haben wir uns dann auch gefühlt, wenn wir mit den Messern, wo wir ja noch überhaupt nicht beurteilen konnten, ist das jetzt gutes Material, hat das für den Zweck, für den ich es brauche, die richtige Klingenform, ist es schnitthaltig und so weiter. Das waren Sachen, die haben uns nicht interessiert. Wir haben nach Optik gekauft, aber generell einfach die Tatsache, ein Messer haben zu dürfen, ein Messer am Gürtel zu tragen und damit durch die Gegend zu stratzen, das war der Inbegriff von Freiheit. Unabhängigkeit, ein Vertrauensbeweis ja auch unserer Eltern, dass wir damit nun losstratzen durften. Natürlich wurden wir alle geschult, auch bei den Pfadfindern weiß ich, dass wir so eine Messerprüfung machen mussten und sowas. Aber natürlich war es trotzdem ein riesiger Vertrauensbeweis, dass wir nun einfach mit 3, 4, 5 Jungs da durch die Gegend stratzen durften und jeder hatte sein Messer dabei. Und wir haben geschnitzt und natürlich auch Schindluder damit getrieben, irgendwie das geworfen und Sachen damit gemacht, die man auf jeden Fall einem Messer nicht zumuten sollte. Waren ja auch alle stumpf wie sonst was, weil wir uns gar nicht so ausreichend um die Pflege gekümmert haben. Aber es ging ja um das Gefühl, das damit vermittelt wurde. Und wir haben uns selbst gefühlt wie Lederstrumpf und irgendwelche Trapper, die durch die kanadische Wildnis oder nordamerikanische Wildnis ziehen und haben in unseren Köpfen mit diesen Werkzeugen die größten Abenteuer nachempfunden und erlebt und nachgestellt mit unseren bescheidenen Mitteln. Und es war einfach ein absolutes Gefühl von Freiheit. Und daran erinnerte mich dieses Messer jetzt wieder ganz besonders, weshalb ich es einfach nochmal in die Kamera halten wollte. Wenn man ein fremdes Messer da hat, dann kann man das ja nutzen, um damit nochmal ein Video zu machen und gleichzeitig ein bisschen
über meine Gedanken dazu quatschen. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch genauso. Dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen oder ob ihr da noch irgendwie so eine Kindheitserinnerung oder kleine Anekdote und Story habt. Dann teilt die gerne mit uns. Und ansonsten war das jetzt schon wieder einfach sehr viel Gequassel. Ich hoffe, dass euch das trotzdem ein kleines bisschen unterhalten hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert sogar den Kanal. Das würde mich mega freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Viel Spaß mit euren Messern. Schwelgt vielleicht auch ein bisschen in Erinnerung. Oder ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Bis denn!